komm. Oh mein Gott, wir kriegen ihn noch, oder? Entscheidendes Spiel um Platz 1 der Welt. Hey Leute, ich komme gerade aus dem Stream. Wir wollten einfach nur mal ein völlig neues, verrücktes Deck ausprobieren. Mit Megaritter, Hexe, Tunnelgräber und vor allem den total neuen Mauerbrechern für 2 Elixier. Und dann wurde es völlig verrückt. Wir haben einfach nicht mehr verloren, sind immer weiter hochgekommen. Und am Ende hatten wir sogar die Chance, auf Platz 1 der Welt in der Arena zu kommen. Also nicht im globalen Turnier, was das völlig anderes nochmal ist. Wie das Ganze gelaufen ist und wie unglaublich überwältigt ich dann auch vom Push war, könnt ihr jetzt selber sehen. Es waren geile Highlights und euch ja, viel Spaß. Ab heute habe ich meinen eigenen Creator-Code. Den gibt es bisher nur in Brawl Stars. Dafür müsst ihr einfach in den Shop gehen, dann eben ganz nach rechts scrollen, könnt dann eben hier drauf drücken und dann könnt ihr eben einfach eingeben, Jo Jonas zusammengeschrieben, abschicken und dann unterstützt ihr mich eben kostenlos. Ich hoffe, das kriegen wir auch bald in Zukunft dann in Clash Royale. Und ja, danke für die Unterstützung. Okay, ich musste noch zappen, aber so alles gut, aber trotzdem. Okay, ich bin zapp. Ah, X-Bogen Hexe ist momentan ziemlich beliebt. Ja, ja, Hexe, Eismagier, X-Bogen, ich hab's schon gesehen, das ist tatsächlich, also it's no joke, das ist jetzt wirklich ein Deck, was mich nicht überrascht. Und nicht überraschen sollte eigentlich, weil ich das... Oh mein Gott, er ist ein Spiegel. Okay, das überrascht mich jetzt schon, aber ich wusste, nee, das weiß ich auch, ich hab's gesehen, ich hab's in TV-Royal gesehen. Das Deck gibt's halt einfach so. Es ist dumm, aber es klappt halt, scheinbar. Das ist so krank, Hexe, ey. Okay, Ron ist ja auch eine Hexe. Ich hoffe, das reicht aus erstmal. Sepp hier einfach. Zack, Sepp. Ja, okay, die Kleine. Ja, ist halt, das Ding ist halt wie eine Musketiere, ne? Wenn die Skelette jetzt halt nicht beschützen, ist halt kacke. Ah, und ich sehe das nicht so positiv. Den X-Bogen, wir werden ein Problem mit dem X-Bogen haben. Die Musketiere, sage ich schon. Die Hexe. Ja, macht nur einen Schuss, komm. Ah, okay, Pumpe. Wird schwierig werden. Das Deck ist krank, leider. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, er will den Tunnelgräber predikten, aber das. Oh nein, jetzt komme ich mit sowas, ey. Oh mein Gott, der Tesla wird auch noch mit. Wir haben ein Riesenproblem jetzt auf Dauer. Okay, aber dein Inferno-Treffer macht auch einen ganz guten Job. Ja, die Goblin-Gang ist auch noch hier. Ja, die Goblin-Gang ist ganz nice, aber nee, das kann echt nicht wahr sein, ey. Ich fühle mich echt gerade ein bisschen verarscht, dass es klappt. Ein Spiegel? Das zeigt halt auch, wie OP die neue Hexe ist. Und das kann halt echt nicht wahr sein, eigentlich. Ja, der Mega-Ritter, der haut schon rein. Ja, das muss man auch mal sagen. Okay, Fledermäuse. War der nicht schlechter? Jetzt kommen wir einfach hier. Ja, der stirbt. Okay, jetzt muss er aufpassen. Jetzt muss er echt aufpassen. Hat er gesappt gerade, oder? Ich glaube schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er verliert gerade, glaube ich. Mauerbrecher rein. Er hat ein Problem. Er hat ein riesiges Problem. Es wird gleich Barbaren wahrscheinlich reinkommen. Zu spät. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Der ist so hoch. Wie hoch sind wir jetzt? Was ist los? Wir waren noch davor schon Top 30. Ich check's jetzt erst. Ich dachte die ganze Zeit, wir würden verlieren. Deswegen war ich. Ich dachte, ich hab's abgehakt, das Match. Das kann nicht wahr sein. 6000. Wir sind kurz. Wir sind kurz für Platz 10 der Welt. Oh mein Gott. Wir sind ein Spiel für Platz 1 in Deutschland entfernt. Ein Spiel, oder? Nein, ich glaube noch ein Spiel. Oder besser in Deutschland. Ein Spiel. Nee, wir sind gleich. Wir sind gleich mit Platz 1 in Deutschland. Ah, wobei das Schaden. Okay, wir müssen jetzt aber definitiv hier reingehen. Wir haben Inferno drauf. Wir spielen gegen Golem außerdem. Das ist sehr gut für uns. Ich glaube, der Golem wird leider nicht. Das wären 1200 Schaden auch am Golem. Das hört sich jetzt so an, Angst wirklich. Wir hätten gerade unbedingt auch den Golem treffen sollen, ne? Das wären 1200 Schaden gewesen. Am Golem. Das hätte sich halt schon auf jeden Fall rentiert. Das ist so gut. Wenn jetzt ein Tornado bringt, wäre es ein bisschen schwierig. Ja, es war eigentlich klar, dass ein Tornado bringt. Das war auch die einzige Chance für jetzt irgendwie, uns unter Druck zu setzen. Jetzt haben wir ein Problem. Shit. Ich glaube, wir haben nicht nur ein Problem, wir haben. Schon weniger. Wobei. Nee. Oh mein Gott, wir können es gut deffen. Nee, wir können es auch nicht gut deffen. Zurücknehmen. Okay, lass den Turm fallen, das bringt nichts. Er muss in eine Kanonenkarre investieren, das geht klar. Ja, dass jetzt auch ein Turm ist, ist ein bisschen dumm. Ich weiß nicht. Jetzt kann ich halt nicht reingehen, weil die Mauerbrecher sonst auf den Dings gehen würden. Das tut auch weh. Geh rein. Stark. Er ist echt gut drauf gerade. Oh, er muss einen Tornado bringen, sofort. Er bringt. Komm! Oh, das wäre so wichtig gewesen, das kann nicht wahr sein. Okay, ich würde sagen, dass wir jetzt einfach hier Fledermäuse in den Rücken bringen. Das ist auch ein Lightning-Spiel, tut aber ausgerechnet ist auch gerade genau in der Sekunde gesetzt, ne? Was soll ich jetzt machen? Was will ich jetzt machen? Okay, Mega davor. Sehr gut.
kein Lightning Cycle mehr, oder? Ah, der jumpt natürlich jetzt nicht. Okay. Die Hexe, war die jetzt gut oder war die schlecht? Ach, oh nein, überlebt. Okay, überlebt. Sehr gut. Aber Pecher. Ja, das bringt wahrscheinlich nichts. Das bringt nichts, nee, das bringt nichts. Ich glaube, wir verlieren das leider. Das wäre der zweite Los in Folge, nachdem wir gerade eben schon bitter verloren haben. Eigentlich, ich muss sagen, der ist auch unnötig jetzt gewesen. Letzte Chance. Was kommt jetzt? Ah, er spielt gut. Er spielt einfach gut, muss ich zugeben. Muss aufpassen. Stopp mal. Alter, erklärt mir bitte, wie ich einen Turm gerade bekommen habe. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Bitte, wie lucky. Alle Chancen offen. Ich weiß nicht, wer Matchup jetzt hat. Allerdings ist er zumindest ein Lightning. Das nervt natürlich hart, aber ich kann es nicht einschätzen. Keine Ahnung. Ich kann es nur gerade einfach nicht fassen, dass wir noch den Ausgleich bekommen haben. Das war nicht zu erwarten, wirklich nicht. Oh, Pasche. Oh, wie dumm. Ich habe vergessen, dass er Nado spielen kann. Egal, die Hexe ist dran. Nächste Hexe rein. Ich weiß, dass er Lightning. Oh, das ist gut für uns. Oh mein Gott, das ist so gut für uns. Er läuft da komplett rein. Er läuft da komplett rein. Die Hexe macht es einfach. BTF, wie krank ist die Hexe wieder gut gewesen. Ich bin hier noch mega weiter davor. Gut, es kann ein Lightning kriegen. Muss er auch eigentlich. Es muss eigentlich jetzt ein Lightning kommen. Nee, macht er nicht. Er wird jetzt wahrscheinlich erstmal versuchen, defensiv irgendwie zu arbeiten. Nächste Hexe. Die Hexe ist zu groß. Oh, Pressure. Doppelhexe. Holz ist draußen jetzt. Kampfholz ist draußen. Wir gehen rein. Kampfholz ist draußen. Mauerpresche bin nicht dran. Bei Hexe ist dran. Haben wir gewonnen. Hexe Turm gewonnen. Stack ist zu. Wie haben wir dieses Match noch gewonnen? Ich wollte aufgeben, ne? Ich wollte aufgeben, hab gedacht, nee, komm, eine Chance habe ich noch. Ich bin einfach reingegangen und hab noch gewonnen. Wir sind wieder richtig krank dabei. Wir sind wahrscheinlich jetzt. Wir sind wieder vom entscheidenden Spiel. Ja, oh mein Gott, klar, 20. Leute, wir spielen einfach gegen YY. Oh mein Gott. YY einfach. Wer kennt ihn? Wer kennt ihn, Leute? Oh mein Gott, nein. Ich spiele auch dieses Kackbomben-Turm-Deck, das uns vorhin schon besiegt hat. Oh nein. Aber wir sind schlauer. Wir wissen, was er spielt. Wir wissen, wie er es spielen möchte. Aber ich spiele Kampfholz. Vorhin hat Storm hat Dings gespielt. Hat Zed gespielt. Aber Kampfholz ist ein Riesenunterschied. Kampfholz tut richtig weh. Okay. Scheiße, der kommt zu spät, weil keiner. Oh mein Gott, nein! Ich wollte das an sich. Also, ich wollte das. Ihr wisst, was ich meine. Ich wollte natürlich das. Ihr wisst, was ich meine. Dass ein Tunnelgräber kommt. Aber ich dachte, ich hätte Megaritter rechtzeitig bereit. Von wegen. So viel dazu. Ach komm, dann noch Fledermäuse. Der macht schon einen guten Shot. Er muss aufpassen. Auf beiden Seiten. Oh mein Gott, haben wir ihn jetzt? Oh mein Gott. Nein. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, leider. Was? Wie sind die beide rangekommen? Backpredict. Nein. Wie sollte er entfernt durch den Turm? Ich dachte, der Turm wäre einfach weg. Der hätte ihn gewonnen. Goblin-Ding. Ja, stark. Der ändert auch immer wieder das Placement, ne? Das ist doch klar, muss er ja auch. Wir haben wahrscheinlich verloren. Wie sollte er nicht mehr Schaden gemacht? Wir hätten auch einfach zappen können, ne? Okay, jetzt verteidige ich zu sehr, das war dumm von mir. Jetzt wird er locker eigentlich nicht schon verteidigen können. Jetzt sollten sie Zeit davon. Komm, Turm. Wir brauchen jetzt den Turm. Sofort. Okay. Komm. Oh mein Gott, wir kriegen ihn noch, oder? Ja! Oh mein Gott, stopp mal. Es ist alles offen. Ich glaube, wir haben die bessere Chance jetzt. Hexe nach hinten. Sehr gut, wir können jetzt einen Großpush. Oh mein Gott. Das kann nicht wahr sein, oder? Oh mein Gott, was ist das für ein Dark Goblin? Stopp mal. Gewinnen wir jetzt. Wir können jetzt echt gewinnen, ne? Das war richtig. Oh mein Gott, der Entfernungstreffer ist drauf. Sehr geil. Ganz wichtig. Der ist gejumpt. Sehr schön. Wunderschöner Zap auch nochmal. Das müssen wir wieder aufpassen. Jetzt brauche ich wieder einen Negativ-Cycle. Wieder mal so nach hinten. Okay, ja, also irgendwie muss ich sagen, wenn ich schon. Oh, okay. Wir müssen sehr aufpassen, wir müssen sehr, sehr defensiv spielen. Das weiß ich auch. Hexe nach hinten. Vor allem eben den Megaritter die ganze Zeit bereit halten, ist mein Ziel. Sehr gut.
So, jetzt wird's gefährlich für ihn. Jetzt wird's gefährlich. Mauerbrecher, die waren vielleicht zu viel. Oder? Kackfuss kommt. Ja, die waren nicht so nice. Hexe! Oh mein Gott. Das ist ein unglaubliches Spiel wieder. Das ist so gut für uns. Kein Kampf jetzt mehr. Robbenturm kommt, das war klar. Das ist so gut für uns. Der ist dran. Robbenturm stirbt weg, er muss jetzt aufpassen. Hat nichts, wir haben gewonnen. Wir haben einfach, oh mein Gott, wir sind Top 10 der Welt und besiegen Y, nice. Den E-Sports-Spieler, der einfach Top 2 in der A1 League geworden ist. Wir sind Top 10 der Welt. Also die, wie gesagt, die Anzeige ist leider verbuggt. Wir müssen gleich mal schauen, wie viel da wir genau sind. Siebter. Ich habe nachgezählt, wir sind Platz 8 der Welt. Wir sind Platz 8 der Welt. Wir machen weiter. Wir müssen halt immer genau nachzählen, ist ein bisschen dumm, aber ist mir egal. Boah, ich will Hexe, das ist gut für uns. Leute, nicht vergessen, wir sind Platz 8 der Welt, ne? Wenn wir das gewinnen, dann aber, let's go. Stopp mal, der wegsterben, oder? Oh mein Gott, die Hexe. Nein! Und der letzte Schuss. Er zappt, der stirbt aber nicht weg. Der stirbt nicht weg. Was jetzt? Was machen wir jetzt? Ist die Frage. Wir warten jetzt erstmal ab. Oh mein Gott. Kampfers ist draußen. Wir gehen jetzt rein. Zappen hier auf jeden Fall noch. Ah, bitte werden die getroffen von den Sperrkobolden. Ganz wichtig. Sperrkobolde? Nee, ist am Turm dran, aber ist egal. Wir haben den Turm. Mit dem Oh Gott. Wenn wir das gewinnen. Wo sind wir dann? Platz 5? Also wir können müssen immer wieder nachzählen danach. Wir müssen leider nachzählen, weil immer noch verbuggt ist, aber ich glaube, wir werden halt echt so Platz 5 oder so. Das ist halt echt Wahnsinn. Hat er damit gerechnet? Hat er hier mit dem... Oh mein Gott, er läuft rein. Das ist gut für uns. Das kostet so viel Elixier, ne? Das ist gar nicht gut für ihn. Kannst du gerne machen. Was machst du jetzt? Fledermaus Mega-Ritter. Nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er verkackt aber so hart gerade. Mauerbrecher rein. Er kann jetzt einen Kampf ausbringen, klar, aber es bringt ihm nichts. Er hat verloren. Wir haben gewonnen. Was war das denn? Riesenfail von ihm aber auch. Wie hoch sind wir jetzt? Das kann mir niemand erzählen. Was ist denn los? Es war so schlecht von ihm im Nachhinein aber auch. Gut, er konnte nicht wissen, dass wir den Mega-Ritter spielen. Mega-Ritter gegen Hexe. Okay, dann mal genau nachzählen. Die sind alle... Oh mein Gott, wie hoch sind wir? Wir sind schon Platz... Oh mein Gott. Nicht ernsthaft. Wir sind Platz 3 der Welt. Platz 3. Aber wir sehen hier, Platz 2 ist der hier. Bei 6138 und dann Platz 1 ist der hier mit 6154. Oh mein Gott, wir starten rein. Oh mein Gott. Es ist jetzt nicht entscheidend. Wenn wir gewinnen, sind wir immer noch Platz 3. Aber wenn wir halt danach nochmal gewinnen. Also wir haben praktisch das vorentscheidende Spiel. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und jetzt, das wäre geil. Der eine Goblin. Die Mauerbrecher kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Oh nein, die wurde nicht ganz getroffen, aber egal. Heftig. Oh mein Gott, was ein Start. Das, oh mein Gott, nein, das kann mir jetzt nicht mehr erzählen. Er geht einfach mit Friedhof rein, wir haben so einen Konter dagegen. Er läuft einfach komplett rein. Normalerweise werden wir das gewinnen, das ist unglaublich. Aber nicht zu früh, Freund. Nie zu früh, Freund. Ich will ein Predict aus dem Weg gehen. Okay, macht er eh nicht. Komm, bring Kampfholz. Ne, macht er nicht. Aber jetzt kann er Kampfholz bringen. Pass auf. Wir zappen noch. Ja! Hat sich gelohnt. Ich glaube, der Zap hat sich wirklich gelohnt. Auch wenn es wirklich dumm aussieht. Bring noch Fledermäuse rein. Ich weiß halt nicht, die Hexe. Das Ding ist halt, die Hexe ist nicht mehr der beste Konter gegen Friedhof. Aber trotzdem. Das größte Problem, was ich noch sehe, ist. Die. Prinzessin. Weil die Prinzessin ist wirklich ein Riesenproblem für uns. Bring den K. Es müsste eigentlich ein Produkt kommen. Macht er nicht. Geil. Das ist wieder gut für uns. Müssen wir aber aufpassen. Komm, schieß raus, Hexe. Zack, zack. Oh mein Gott, das ist OP. Was will er jetzt machen? Was will er jetzt machen, frage ich mich. Aber jetzt, klar, da läuft jetzt die Hexe rein, aber das Ding ist, die Hexe macht jetzt hier einen guten Job. Ja, das ist krank. Und der Turm kriegt wieder extrem viel Schaden ab, bis die Fledermäuse schon reinbringen. Ganz schnell, dass auf jeden Fall der Ritter nicht tanken kann für den Friedhof. Leute, das sieht so krass gut aus. Oh, Pesche.
Kampf, was muss ersetzen, sehr schön. Hexe rein. Auf jeden Fall 10 Goblin-Gänge, weil er eh kein Kampf was mehr, das passt. Das ist schlecht von ihm. Let's go, was ist das jetzt? Er wollte uns predicten, jetzt hat er ein Riesenproblem, glaube ich. Was jetzt? Wir setzen auf jeden Fall noch. Ah, predicted, aber der, ja, wir sind dran, wir haben ihn. Oh mein Gott, Leute, wir sind, oh mein Gott, wenn wir das holen. Wenn wir das holen, sind wir vom entscheidenden Spiel. Wir haben es eigentlich auch schon. Was soll noch passieren? Wir sind vom entscheidenden Spiel für Platz 2 der Welt. Und danach ist Platz 1. Okay, jetzt nicht übertreiben, aber... Oh mein Gott. Einfach Lederplatz 1 zu versuchen oder überhaupt ranzukommen, ist einfach krank. Das ist was ganz anderes als im globalen Turnier. Nochmal. War halt wirklich... Da das Niveau nochmal krasser ist. Es sind die Königsschweinchen, wie ich vermutet habe, aber ich hatte jetzt eben keinen Mega-Ritter mehr im Cycle. Eins. Ich hätte aus der Situation noch so viel rausholen können. Das kann nicht wahr sein. Was mache ich jetzt? Wir setzen auf jeden Fall noch. Trifft die beide. Die trifft beide. Danke, der Flash-Schaden haut rein. Trotzdem, wir kriegen wieder Schaden. Aber es geht in Ordnung. Die Frage ist auch, ob er, was er genau spielt. Es gibt auch Leute, die das mit Rakete spielen. Rabauken sind schwierig. Rakete, nein, es ist echt Rakete. Die Hexe ist dran. Die Hexe ist dran, er fällt. Oh mein Gott, das ist so unglaublich viel Schaden. Er hat so reingefällt. Das ist unglaublich gewesen, was er da gemacht hat. Das hätte echt nicht passieren dürfen. Das hätte ihm echt nicht passieren dürfen, gerade eben. Ich bringe Mega-Ritter. Der lohnt sich. Oh mein Gott, ja, der lohnt sich richtig jetzt. Jump. Der jumpt nicht. Mies. Wie viel Schaden haben wir gemacht? Wir haben ja fast den Turm. Ich zapp noch. Der muss jumpen auf beides. Oh mein Gott. Na. Okay. Hexe. Schlechtes Kampfholz. Hexe. Mega-Ritter. Wir wollen den Turm. Wir brauchen jetzt den Turm. Es sieht gut aus. Es sieht verdammt gut aus. Wir können jetzt reingehen. Wir machen es einfach weiter. Druck. Bring den nächsten Mega-Ritter-Spam weiter rein. Bring Mauerbrecher rein. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ich will mich jetzt nicht zu früh freuen. Doch, wir haben gewonnen. Leute, wir sind Platz 2 der Welt. Wir sind vom entscheidenden Spiel für Platz 1 der Welt. Das kann nicht wahr sein. Wir haben es geschafft. Ein Spiel noch. Für Platz 1. Oh mein Gott. Entscheidendes Spiel um Platz 1 der Welt. Mit Mauerbrechern. Okay, das tut schon mal weh. Aber eigentlich die Hexe? Kann doch jetzt eigentlich, oder? Ich meine, die neue Hexe, komm. Zack. Oh mein Gott. Ich glaube, ich schätze es falsch ein. Ich glaube, er checkt nicht, wie viel Schaden die macht. Es ist dasselbe Matchup. Wir haben es gerade eben gewonnen. Oh mein Gott. Wir haben es gerade eben gewonnen. Wir gehen schon mal rein. Leute, wenn wir das holen. Er bringt einen Feuerball. Es ist nicht dasselbe Matchup. Fledermäuse. Einfach um Druck zu machen. Der tankt noch kurz, das reicht aus. Muss auch irgendwas setzen. Ja, Fledermäuse, okay. Es ist nicht dasselbe Matchup, leider. Das geht klar. Okay. Ja, gut, er ist dran. Ich kann nichts machen. Es ist halt vor allem nicht dasselbe Matchup. Das heißt, ich weiß nicht, was er spielt. Und das ist eigentlich das Problem. Ich würde gerne wissen, was er spielt, aber ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Wir zappen hier, jetzt haben wir ordentlich Schaden kassiert. Tunnelkrepper war halt dran, ne? Das hat wehgetan. Eigentlich war schon, dass wir wieder reingehen. Ich glaube, er hat nicht viel dagegen. Jetzt haben wir keinen Zap mehr. Muss aufpassen. Ah, wieder Feuerball. Das kostet immer und immer wieder 4 Elixier. Müsst ihr mal überlegen. 4 Elixier für Mauerbrecher. Das bedeutet plus 2 halt. Das ist so geil für uns wirklich. Okay. Hex nach hinten. Und ich glaube, er kann nicht so viel machen gegen unseren Mega-Ritter. Sollen wir einfach reingehen? Ja, wir gehen jetzt absolut rein. Die Sperrgebäude werden reinlaufen. Wir können jetzt reingehen. Oh mein Gott, das ist ernst gemeint. Wir haben gewonnen, glaube ich. Er kann nichts machen normalerweise, oder? Hexe muss es mitschießen. Ganz schnell, jetzt brauchen wir Schaden. Ich will eh eine Goblin-Gang rein spammen. Hat nämlich keinen Kampfholz mehr. Wir haben, glaube ich, gewonnen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir holen jetzt hier Platz 1 der Welt, oder? Der Turm fällt. Noch Mauerbrecher rein. Einfach Druck machen. Jetzt nicht nervös machen lassen. Wir sind dran. Gott, gibt er auf. Wir werden es sicher schaffen. Wenn wir das gewinnen, haben wir es sicher geschafft. Ganz ruhig bleiben. Eine Minute. Gibt er jetzt auf, oder? Das kann nicht wahr sein. Ich glaube, wir schaffen es. Ich glaube, wir schaffen es wirklich. Er gibt auf. Leute. Wir sind Platz 1 der Welt. Wir haben es geschafft. Wir haben es einfach geschafft. Ich fasse es nicht. Dieses Deck ist insane. Wir haben es einfach geschafft. Sind wir Platz 1. Wir schauen. Wir kontrollieren es ganz genau. Alle bei 5000. Alle falsch. Wir sind Platz 1 der Welt. Würde ich sagen,
geiler Abschluss. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Und ciao.